Oh, Jonas hier mit seiner coolen Tischkreissäge. Sowas brauche ich auch. Ah, hier ist sie, die Laguna Fusion 3 Tischkreissäge. Aber 3.160 Euro, das ist viel zu viel. Ah, die Tischkreissäge. Wahrscheinlich der Traum eines jeden Heimwerkers und Hobbyheimwerkers und wahrscheinlich auch meistens das erste große Werkzeug, was jeder haben will. Aber über 3.000 Euro, das ist eine ganze Stange Geld. Die Frage ist, können wir nicht mit einer einfachen Tischkreissäge starten? Und ich habe tatsächlich eine unglaublich günstige Tischkreissäge gefunden. 89,99 und ich kann sie sogar hochheben. Sogar relativ einfach. Das hier ist die Einhell TC TS 200 für 89,99. Und wir wollen gucken, reicht das? Können wir damit in unserer Werkstatt starten? Dafür öffnen wir das Paket und schauen erstmal rein, was wir so bekommen. Für knapp 90 Euro. So, einmal auf die Kiste. Ah. Wir werden begrüßt von Einzelteilen. Moment. Ups. Tada. Das war's auch schon. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Alles ist wunderbar hier in... Oh je, also das hatten wir so noch nie bei gar keinem Werkzeug. Ich sehe einfach von hier oben. Was sehe ich denn? Oh, ich sehe alle Schweißpunkte von unten. Aber ich sehe sie oben. Die Oberfläche ist einfach ganz pickelig. Kommt mal her. Über den kompletten Tisch können wir diese Punkte hier erkennen, die sich richtig abzeichnen. Man kann sie sehen, man kann sie fühlen. Es sind echte Erhebungen. Und wenn man unter den Tisch guckt, erkennt man auch gleich, was es ist. Das ist ein ziemlich dünnes Blech. Und unter diesem Blech sind diese Teile, ja, ich weiß auch nicht, angeklebt wahrscheinlich? Oder doch? Geschweißt kann es ja eigentlich nicht sein, weil da müssten, also... Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Es ist eigentlich auch fast egal. Aber diese Schiene ist irgendwie hier dran befestigt. Und dadurch, selbst hier kann ich so einen Punkt fühlen. Auch hier, das ist ja abgefahren. Durch zwei Bleche durch. Hier kann ich den Punkt sozusagen gewölbt fühlen nach da. Und hier sehe ich den Hügel an der Oberfläche. Vielleicht ist es auch, ist das lackiert? Vielleicht ist es auch durch die Hitze vom Kleben irgendwie. Ich weiß es nicht. Das ist auf der ganzen Fläche. Den Parallelanschlag habe ich schon mal drauf gebaut. Wir haben hier auch noch so ein Miter Gauge, mit dem wir sozusagen Ablenkschnitte machen können. Und das, ja, das hat schon ein bisschen Spiel. Aber vor allem nach oben und unten hat sie Spiel. Also, das würde ich jetzt so nicht unbedingt benutzen. Das können wir vielleicht noch ein bisschen tunen. Was mir mehr Bauchschmerzen macht, ist dieser Anschlag hier. Das ist wirklich das dünnste Blech der Welt. Wir können den hier verschieben und müssen den vorne und hinten feststellen. Das heißt, wir stellen jetzt mal bei beiden Sachen auf 5. Ich drehe den fest. Und dann wollen wir mal gucken, ob der auch fest ist, weil das wäre ja wichtig, weil wir da Sachen dran lang schieben. Das Blech ist schon wirklich sehr, sehr dünn und fest ist das auf jeden Fall irgendwie gar nicht. Oh Mann, das ist echt nicht in Ordnung so. Das Problem ist halt auch, dass das Blech in sich einfach, selbst wenn das fest wäre, kann man das natürlich ein bisschen bewegen. Die Frage ist, kriegen wir das überhaupt irgendwie fest? Das klemmt sich nur an dieser kleinen Lippe vorne und hinten. Problem erkannt. Das Ganze läuft ja hier über eine Schraube, die da durchgeht. Wir können das Ganze nicht von links nach rechts bewegen. Wir können das Ganze nur um die Schraube drehen. Das ist genau der Drehpunkt der Schraube, den wir hier als Bewegung haben. Und wir können die Schraube nicht so festdrehen, oder ich schaffe es im Moment noch nicht, dass wir das überwinden können, diesen Moment.
wie können wir das anders machen? Weil das ist natürlich total dämlich. Wenn wir den Anschlag nutzen wollen, um daran zu sägen, wollen wir ja nicht, wenn wir hier ein bisschen gegendrücken, dass wir das Stück Holz auf einmal schief drücken. Das kann durch dieses Drehen natürlich sehr, sehr einfach passieren. Auch wenn wir den Anschlag tatsächlich nicht von links nach rechts schieben können. Wir können ihn nur um den Drehpunkt drehen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir diesen Anschlag festbekommen sollen. Das Einzige, was mir tatsächlich einfallen würde, ist, probier es mal, ob das... durch das wohlgeformte Blech ist es schwierig. Ja, man könnte eine Zwinge vorne und hinten dran setzen. Das ist natürlich Käse. Aber man muss eh vorne und hinten die Räder drehen. Und das ist auch ein Problem. Gerade bei solchen durchgehenden Anschlägen müssen wir darauf achten, dass er parallel zum Sägeblatt, aber ein bisschen nach rechts außen, also übertrieben gesagt, so rausläuft. Damit wir hier hinten kein Material einklemmen. Bei so einem Anschlag wie diesem hier könnten wir, wenn wir wollen, übertrieben gesagt, den Anschlag so festmachen, dass wir auf jeden Fall was da hinten einklemmen. Was natürlich megamäßig blöd wäre. Also das ganze Anschlagsthema müssen wir uns nochmal anschauen. Wir können gleich mal gucken, ob der Tisch gerade ist, aber dafür würde ich gerne das Sägeblatt herunterfahren. Man kann das Sägeblatt nicht runterfahren. Und auf 90 Grad sind wir auch nicht. Also wir können das Ganze kippen. Wir kommen nicht bis 45 Grad. Was ist denn jetzt los? Wir kommen nicht bis 45 Grad. Und wir kommen auch nicht auf 0. Hä? Wir sind einfach immer bei mindestens 1 Grad abweichend. Hä? Was ist jetzt? Okay, also die Skala ist nicht gut. Also wenn wir bei dem Endpunkt sind, das ist schon mal gut, dann sind wir bei 90 Grad. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn wir, kommt mal her, wenn wir hier bei 1 Grad sind, dann sind wir oben auf 90 Grad, also auf 0. Das bedeutet aber, uns fehlt schon ein ganzer Grad auf dieser Skala. Jetzt stellen wir fest, wir kommen nur bis 44,5 und wir, ach so. Nee, wir sind ja einen weiter. Dann könnte ja 45 Grad sogar auch passen. Ich stand auf dem Schlauch. Wir messen mal 45 Grad, ob das passt. Ob wir denn einen schönen Gehrungsschnitt machen könnten. Ich habe doch recht gehabt. Also nochmal Rolle rückwärts. Wir sehen, der Zahn kommt zwar hier dran, aber der Sägeblattkörper nicht. Unten kommen wir an das Dreieck, aber hier oben kommen wir an die 45 Grad nicht ran. Dieses Teil ist super massiv, perfekt, um 45 Grad zu messen. Ich habe euch das einmal unten verlinkt. Und das zeigt jetzt genau das, was ich unten gerade sagen wollte. Deswegen gucken wir nochmal unten. Das hier kann nicht passen. 1 Grad ist bei uns 0. Das heißt, wir müssen jetzt weiterfahren. 1 ist 0. Wir fahren aber nur bis 44,5. Und davon müssen wir ja noch den 1 wieder abziehen, weil ja hier die 0 ist. Das heißt, wir sind bei 43,5. Wir erreichen also die 45 Grad, für die wir noch weiter müssten, überhaupt gar nicht. Das bedeutet, der Anschlag passt nicht. Diese Skala ist komplett für die Katz und wir können die angegebenen Winkel leider auch nicht erreichen. Schade bis jetzt. Ja, aber wir gucken trotzdem mal, wie sie sägen kann. Der ganze Tisch ist auch echt dünn. Was ich immer wieder nicht verstehe, ist, wenn man bei Amazon guckt, was wahrscheinlich die meisten machen, weil sie sich denken, ich bestelle mir das einfach. Der Preis ist eh der gleiche, ich muss das Ding nicht nach Hause tragen. Diese Maschine hat wirklich viele gute Bewertungen. Wo kommen die her? Wir können das Sägeblatt nicht hoch und runter fahren, wir können den Anschlag nicht festmachen. Wir können 45 Grad gar nicht erst erreichen. Und wir haben irgendwie eine komplett pickelige Oberfläche. Und dazu haben wir diesen Anschlag hier, wo man sagen muss, das Spiel hält sich fast noch in Grenzen. Aber bis jetzt ist überhaupt nichts gut. Es ist alles einfach nur völlig fürchterlich. Was ich natürlich gut finde, ist, dass wir grundsätzlich diese Abdeckung hier haben. Und wir werden jetzt die sozusagen uns schützt, weil wenn wir etwas durchschieben, fährt es da durch, ne? Aber es klappt auch wieder runter.
Was wir jetzt grundsätzlich erstmal machen. Wir machen die jetzt einfach erstmal an und gucken, was passiert. Wie klingt die überhaupt? Kann man die nutzen, ja oder nein? Das Sägeblatt, es ist eins dabei für 89,99. Wir gucken einfach mal, ob wir sägen können. Dadurch, dass wir das Sägeblatt weder hoch noch runter fahren können, können wir eine ganze Menge Schnitte eigentlich überhaupt nicht machen. Diese Säge kann wirklich nur absägen. Das reicht ja aber vielleicht für viele Anwendungen auch schon. Wir tüdeln mal das Kabel ab und machen das Monster einfach mal an. Und schauen, was passiert. Allerdings muss ich ehrlicherweise zugeben, dass bei einer Säge, die nur was absägen kann, an sich wäre das überhaupt gar nicht so schlimm. Den Anschlag könnte man auch noch irgendwie austauschen, aber dass wir 45 Grad gar nicht erreichen können, das das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Das Kabel ist auch zu kurz. Wir brauchen die Verlängerung. Ah. Jonas Winkler geht in die Verlängerung. Noch 5 Jahre. Geil. Huhu. Wusstet ihr eigentlich, dass Caramba in Deutschland hergestellt wird? Werbung. Wir alle müssen irgendwann mal ein Gewinde wieder gangbar machen oder unser Werkzeug schützen. Und dafür brauchen wir Öl. Das ist völlig klar. Aber kennt ihr schon das Super Plus Premium Multiöl Eco? Wahrscheinlich schon, weil ich es euch schon mal vorgestellt habe. Das Beste an diesem Öl ist, wir haben die bekannte Caramba-Qualität. Also wirklich maximal hochwertig. Aber es werden hierbei 25% recyceltes Altöl für die Herstellung verwendet. Caramba verzichtet also komplett darauf, neues fossiles Öl für die Herstellung zu verwenden. Und auch beim Deckel wird zu 100% auf recycelte Materialien zurückgegriffen. Und das ist ganz wunderbar, denn irgendwas schmieren müssen wir alle. Und wenn wir das nachhaltig machen können, dann ist das noch viel besser. Also guckt euch das mal an. Ich habe es euch unten verlinkt. Caramba natürlich, ganz klar, made in Germany. Wir sägen erst gleich. Das Ding steht auf meiner Werkbank. Das ist die falsche Arbeitshöhe. Wir machen die jetzt einfach nur mal an. Oh! Ich check es. Es macht mich so unfassbar wütend. Zieht euch das mal rein. Wie geil die startet und wie leise die läuft. Wir haben auf einem anderen Kanal mal vor einiger Zeit Tischkreissägen getestet. Und was mich bei diesen kleinen Sägen immer übelst nervt und was mir als Anfänger auch Angst machen würde, ist, dass die ungefähr so starten. Oh Gott! Und man sich denkt, meine Fresse, das war ein bisschen doll. Auch die Makita-Säge für, ich glaube, 800 € hat keinen Softstart und nichts. Die ballert einfach los und sie klingt beim Sägen, finde ich, es klingt gefährlich. Jetzt klappert schon irgendwas. Hatten wir das eben auch schon? Das war mein Schütteln. Das war schon zu viel. Vielleicht ist der Anschlag. Aber ohne Witz, hört euch das mal an. Die läuft butterweich. Du hast nichts. Ich hab Bock, was abzusägen. Aber nicht mit dem. Doch, wir nehmen auch den Anschlag hier. Wir ziehen es einmal durch. Aber das ist einfach nervig. Wie kann man das so gut machen und alles andere so scheiße? Ach Mann, ich würde zu gerne mal, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, bei irgendeiner dieser Firmen, die solche Maschinen herstellt, ich wäre einfach gerne mal einen Tag da und würde einfach sagen, was macht ihr hier eigentlich? Habt ihr euch die Sachen mal angeguckt? Manches ist so gut und manches ist so schlecht. So, wir müssen die Säge jetzt einmal woanders hinstellen, weil diese Arbeitshöhe, falls wir Kickback haben, natürlich Käse ist. Wir gehen rüber. Das Ding ist zum Glück super handlich. Ich habe mir hier hinten einfach eine Zwinge draufgesetzt und ein Stück Holz unter den Tisch. Und der Anschlag ist jetzt relativ fest. Ich habe ihn jetzt so eingestellt, dass ich hier vorne ungefähr auf 50,5 bin. Und hier hinten ungefähr auf 51, sodass wir auf jeden Fall einen kleinen Freischnitt haben. Staubsauger haben wir hinten dran. An. Und los. Was ist jetzt? Ach so. Ja, so wird das nichts. An die Kiste. Und los. Mann!
Oh. Nee. Irgendwas ist hier auch nicht richtig. Der Schnitt ist schrecklich. Ganz schrecklich. Und wir sehen, dass wir nicht gerade führen können. Der Schnitt ist absolut schrecklich, wenn man hier reinguckt. Was wir aber vor allen Dingen sehen, ist, dass wir hier riesen viel Luft haben. Ich möchte ja eigentlich gegen den Anschlag drücken. Das hat jetzt nur am Anfang geklappt. Ich weiß nicht warum. Oh, der Motor an sich hörte sich ja klasse an, aber jetzt im Sägen ist es. Hier sind irgendwelche roten Punkte. Ach du Scheiße. Vielleicht nehmen wir mal ein anderes Sägeblatt. Ich glaube, das bauen wir nämlich mal lieber aus. Das Sägeblatt haben wir raus und sehen leider das nächste Problem. Das hier ist eine 16er Bohrung. Das ist schade. Ich habe kein einziges Sägeblatt, was diese Bohrung hat. Festool, CMT Orange, Hikoki, Makita, alles andere, was ich habe, Muffel, alles hat andere Bohrungen. Also ich habe kein anderes Sägeblatt, was wir hier reinmachen können. Das ist sehr, sehr schade. Das Ganze ist hier so relativ okay gelöst, wie man den Aufbau machen kann. Es ist jetzt nicht sensationell. Und was man gleich sieht bei den Schlüsseln nochmal ist, man muss das sozusagen hier einmal kontern und dann festdrehen. Wenn man das jetzt aber hier drin festdreht, merkt man, dass man natürlich die ganze Zeit mit diesem Schlüssel hier sehr, sehr nah an den Zähnen ist. Also gerade beim Lösen, die Schraube war extrem fest, hätte ich mich beinahe geschnitten, was natürlich irgendwie nicht so toll ist. Vor allen Dingen nicht, wenn wir eigentlich noch gar nicht, ach Gott, sind wir wieder in die falsche Richtung, gar nicht noch richtig gesägt haben. Ja. So, das lassen wir da jetzt mal drauf. Puh. Wir packen die Kappe wieder drauf, auch das ist erstmal alles okay gelöst. Aber doll sägen können wir ja eh nicht. Bei unserem Testschnitt gerade haben wir gesehen, das Material schiebt sich vom Anschlag weg. Warum könnte das passieren? Ein einfacher Tipp ist, mal hier übers Sägeblatt zu peilen. Normalerweise sollte ich dann den Spaltkeil nicht sehen, weil er ja hinter dem Sägeblatt genau in einer Flucht ist. Wenn ich jetzt aber hier gucke, dann kann ich sehen, dass der leicht nach links versetzt ist. Dadurch, dass der Spaltkeil aber starr ist, drückt sich der Schnitt sozusagen gerade und dann nach links. Und das ist auch genau das, was wir in unserem Schnittmuster erkennen konnten. Man könnte den bestimmt auch irgendwie einstellen, aber es ist bis jetzt alles schrecklich. Deswegen nehmen wir jetzt einfach nochmal was anderes und gucken, ob wir irgendwie halbwegs was absägen können. Oder ob man wirklich sagen muss, das hier geht gar nicht, egal wie man es dreht und wendet. Auch wenn wir im Prinzip schon nah an diesem Punkt sind, weil es wirklich scheußlich ist. Wir machen das wieder drauf und sägen irgendwas Weiches ab. Das hier müssten wir sägen können. Weiches Fichtenholz. Und ab die Post. Jetzt merkt man. Man kann im Schnitt richtig spüren, wie man das Brett, damit es sozusagen weiterfahren kann, leicht schiefstellen muss. Wir haben jetzt wieder genau die gleiche Schiefstellung wie eben. Nichtsdestotrotz sägen wir das jetzt einfach einmal durch. Die Säge ist echt am Struggeln gewesen. Oh, und der Schnitt ist in alle Richtungen schief.
Aber es ist halt auch kein Wunder. Wenn wir hier gegendrücken, bietet das Teil keine Referenz. Der Tisch bietet auch keine Referenz. Und man merkt richtig, wie man gefühlt um die verschiedenen Bauteile so herumschlängeln muss. Ah, das ist nix. Das ist gar. Wir machen noch mal einen Querschnitt, weil es so schön ist, mit dem labberigen Gauge. Mit einigen Lagen Klebeband wackelt das jetzt ein bisschen weniger als vorher. Es ist fast egal, ob wir das jetzt gut eingestellt bekommen, weil alles andere bis jetzt auch irgendwie nicht so doll ist. Wir probieren jetzt einfach mal, ob ein Querschnitt besser geht. Wir können ja sogar unsere gesägte Kante an den Anschlag legen. Das macht Sinn. So. So, dann wollen wir mal ein schönes Scheibchen abschneiden. Gott, dreht die lange nach. Das fällt mir jetzt erst auf. Das machen wir noch mal eben einmal ab. Motorbremse haben wir nicht, würde ich sagen. Hello? Das Sägeblatt startet wunderbar leise. Läuft auch gut, aber ich stoppe jetzt. Das dreht schon eine ganze Weile nach und wenn man jetzt mal so ohne Abdeckung guckt, sieht es auch aus, als würde das Sägeblatt ganz schön eiern. Schaut mal hier vorne in diesem Bereich gleich, wenn es stoppt. Wenn es ganz schnell dreht, dreht es sich aus, aber wir schauen mal hier. Gefühlt startet es auch weiter hier, als es dann läuft. Guckt noch mal genau. Das schlackert schon ganz ordentlich. Jetzt, wo ich ein Wanknotblatt habe, würde ich sagen, das ist ein guter Millimeter. 89,99. 90 Euro pure Enttäuschung. Also ich verstehe nicht. Also andersrum. Es ist erstaunlich, dass man heutzutage für 90 Euro ein ganzes Maschinengerät kaufen kann. Es ist wiederum nicht sehr erstaunlich, dass für 90 Euro diese Säge wirklich... Das ist schon eine Beleidigung, das zu verkaufen mit diesem Anschlag hier. Ich halte das für hochgradig gefährlich, weil man ja sich ja immer klar machen muss, wer kauft sich so eine Säge? Wahrscheinlich jemand, der gerade erst anfängt und sich denkt, ach, es wird schon reichen. Nein, das reicht nicht. Das ist genau die Art Säge, womit ihr euch richtig geil die Finger absägen könnt, weil alles wackelig ist, weil alles zueinander Spiel hat. Das ist der Anschlag ohne die Zwinge dran. Das ist einfach... Das ist brutal. Wie kann das irgendjemand verkaufen? Das ist wirklich heftig. Das Sägeblatt, das Einzige, warum ich nicht einfach nur heule vor Wut, ist, dieser Motor, der läuft so geil, der läuft so sanft an. Wenn man jetzt noch eine kleine Motorbremse hätte, wäre es top. Aber alles andere ist absolut schrecklich. Kauft euch das nie, nie, niemals. Das ist wirklich eine Einladung, um sich weh zu tun. Und wer jetzt sagt, naja, ich kann damit ja mal was absägen. Nein, könnt ihr nicht. Einfach, weil ihr keinen winkligen oder förmigen Schnitt hinbekommt. Und das ist genau das, wofür eine solche Säge ist. Aber Jonas, ich will Brennholz sägen. Dann kaufst du dir eine Brennholzsäge oder eine Kettensäge. Aber bitte nicht das. Meine Frage ist trotzdem, was für eine Säge sollen wir testen? Denn die Tischkreissäge ist wirklich eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt. Schreibt unten das Modell rein, was ihr sehen wollt, weil wir dann auch wissen, welchen Preisrahmen ihr interessant findet. Eins können wir sagen, ein Hell, Flachdübelfräse war nice, das Ding, wow, das geht zurück. Smasht ein Abo rein, wir sehen uns nächstes Mal und tut mir den Gefallen, lasst die Pfoten weg davon. Tschüss! Ich muss das Ding jetzt wieder einpacken, ne? Klebeband wieder ab. Aber wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich krieg das Klebeband nicht ab. Ich mach's morgen.